Look away, Lissy. Is this what happened to the villagers? They killed themselves? It's one body. Let's not jump to conclusions. Ugh, this is just ghastly. What made him do this? How long has he been... From the state of the body, perhaps a couple of weeks. It depends on temperature and humidity, of course. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Draugen. Ja, wir haben hier einen Toten gefunden. Mit einer Nachricht. What does that say? God forgive me. Don't suicides go to hell? Isn't that what your father said when Stop. Your mother Don't. Drowned herself? Sorry. Der Gehängte. Who was he? One of the Fretlanders? It's not Johann or Frederick. And he's too old to be Simon. Do you think this has something to do with Ruth? Maybe she came across the hanged man before she died. And it scared her. So she ran no. and... This happened later. There's some consolation in that, I guess. Maybe it's the killer. The guilt ate him up and he offed himself. That's just speculation with no basis in fact. There's nothing to do here. I'm going back. Let the poor soul rest in peace. Does it look like he's resting in peace? You're just going to leave him hanging? You're an insensitive brute. I'm here for Betty. This is... It's tragic, but really none of my concern. Betty. Always just Betty. You don't care about anyone else. What if that was me up there? Would you care then? All you do is obsess over a scarf and a hat and... Ugh! It's all I have of Betty. Betty, there she is again. Edward, the hanged man, he's someone. No matter what he did or didn't do, he deserves respect. Would you please just do this one decent deed? If not for me, then for yourself. Or for your Betty. Also ich würde ihn wenigstens abschneiden. Das geht ja so gar nicht. Ist ja gut. Ein bisschen komisch drauf, der gute Mann. Findet einen Toten und sagt, ja, nicht mein Problem irgendwie. Lass ihn da hängen. So, wir klettern da drauf. Moment, gleich. You can't just pull him down by his legs. Try loosening the noose. I can't reach that far. Naja, eben deswegen klettern wir jetzt hier drauf. So, Stuhl haben wir ja schon hingestellt. Und dann binden wir ihn los. I'm going to be sick. I can't do this. Was? Yes, you can. So, der beißt nicht. Edward, I know you can. You've been through much worse. Ja, also nur aber. Von. Ja, das ist nicht angenehm, ganz klar, aber. Es muss getan werden. Gar keine Frage. So, Ladebildschirm. Where are the Fretlands, Edward? It's been 2 days. If they're not back tonight... They're not coming back. Perhaps they left after their daughter died. Was murdered, you mean? Isn't that what we think happened? She was probably murdered. And you think Simon did it? Your guess is as good as mine. It could have been an accident. You're really not helping. Can we talk about this tomorrow? I'm sorry. You're exhausted. I buried a corpse today, Alice. I know. I'm sorry. Why don't you sleep in the guest bedroom? The couch is fine. The Fretlands could still come home. All right. Just don't come crying to me if you wake up with a crick in your neck. I'll be up for a while, if you feel like talking. Ja, sie ist schon eine Nette. Für den Fall des Falles hält sie immer noch zu, hält sie zu ihm, unterstützt ihn.
Auch wenn der manchmal so ein bisschen, ja, ist wie er ist. Bisschen stocksteif. So, ja, gut. Unsere Gastgeber haben sich immer noch nicht blicken lassen. Wir sind jetzt in der Küche, wenn ich das richtig sehe. Ja, okay, dann haben wir das noch nicht gelesen. What did you find? Someone tried to burn this. It's addressed to Mrs. Fretland. My dearest Anna. It's from her sister, Margaret. I really shouldn't. Really? How else are we going to figure out what happened? Keep reading. My dearest Anna, I miss you so very, very much. The baby is due soon, and I wish for our family to reunite before... It's been 7 years since the dreadful incident at the mine. Can we not convince Frederick and Johann to forgive and forget? I know there are things Frederick has not told me about what they found and why they parted ways. Their grudge is tearing us all apart. Frederick won't even let me speak to half of our neighbors, accusing them of treason. He's so very angry and full of regrets. It's eating him up. And we what? The rest is unreadable. Margaret reached out to her sister, but I guess it didn't work. This was written before Simon was born, but burned recently. Allerdings, ja, 1909, wenn ich das richtig lese, oder ist das eine 3? Ich kann es nicht richtig entziffern. Oktober 25 kann ich lesen, aber das andere jetzt dann, na gut, könnte, Moment mal, 1902 war der Unfall, dann könnte das 1903 gewesen sein. Okay. Wir werden es nicht rausfinden, wenn, glaube ich, egal. Gut, sitzen immer noch da. Ich stöber hier noch ein bisschen rum, und, ja, bevor ich da gucke und öffne und so, schaue ich mich hier noch ein wenig in der Küche um. Vielleicht gibt es ja noch andere Dinge zu entdecken. Anscheinend nicht. Nun gut. Wenn dem so ist, verlassen wir die Küche. Huch. Mein Gott. Kam jetzt überraschend. Nicht damit gerechnet, dass sie hier wieder auftaucht. Wer hat denn das Feuer angemacht? Sie? Wahrscheinlich. Was ist das? Achso, das halb verbrannte Buch, das da gelegen hat. Okay, jetzt können wir es aufheben und es anschauen. Achso, gut, er hat das Feuer gemacht. A Christmas present to Ruth. From Simon. Simon! Simon gave that book to Ruth. But who burned it? Johann or Anna, if they believed Simon killed her. But they were friendly, right? Simon and Ruth, before... I imagine so. And we know the sisters were close. I still don't understand why the brothers had a falling out. Whatever drove a wedge between them, it was big. Ich vermute mal die Geschichte mit der Mine, ne? Letzten Endes könnte ich mir vorstellen. Okay, da kommen wir wieder raus. Ist hier sonst noch irgendwas? Schauen wir uns das Bild nochmal an, Familie. It's almost painful to look at this photograph now. Ja. Their whole world fell apart. Ugh, I can't bear to think about it. Do you think Simon killed Ruth? It's not important what I think. I don't know what to believe. Sometimes children do monstrous things. Okay, das Haus. Now that we know what happened to Ruth, this empty house is even spookier. It's a house, nothing more. You know better than most that souls can linger. Especially if they die. There's no such thing as a soul. Life force, ghost, whatever. You know exactly what I'm talking about. The only ghosts are in our minds. Says you. Na, ich glaube, da hat er recht. Da hat er recht.
Wenn's einmal vorbei ist, ist es vorbei. The two brothers married twin sisters, Anna and Margaret Taylor. That's the Grovik Stave Church behind them. All those hopes and dreams, ground to dust by misfortune. Jo. Allerdings, jetzt können wir den Brief hier nochmal lesen. Okay. Ja, gut. Ich muss nicht viel weiter, den kennen wir ja schon. Fällt euch was auf? Es regnet nicht mehr im Haus. Immerhin. Ja, ich höre ja schon auf. Okay, auch hier schauen wir nochmal. It's the same photograph we saw in the store. Except this one's whole. So the brother who owns the store, Frederick, was angry with Johann before Ruth. Because of the mine. It all comes back to the mine. Ja, meine Reden. The mine must have been a big deal for Greywoke. Grovik. An opportunity to do more than live hand to mouth. What a blow it must have been to lose it all. Ja, kann ich mir vorstellen halt. Ne? Die hatten da eine große Hoffnung, jetzt mal so etwas wie Wohlstand zu erreichen. Und dann ist alles zerplatzt. Johann and Frederick Fretland. Thick as thieves, before things took a turn. Don't you always say that much of our pain is self-chosen? I wonder about that. Lohnt sich das hier nochmal zu lesen? Ich schau mal. These headlines make more sense now. Johann sells his share, and the cave-in occurs shortly thereafter, killing three people. Including the younger brother. The investor pulls out, leaving Frederick with the bills. Oh, I feel awful for everyone. Losing a brother, losing the business. There were no happy endings here. Yeah. Ja, es war der jüngere Bruder, es war nicht der Sohn von den anderen Bruder, hatte ich mich jetzt vertan in der letzten Folge. Genau, es war der jüngere Bruder von den beiden. Okay. Ja. Ich lege mich noch nicht hin, ich schaue nochmal hier. Achso, den Hut, genau, wir müssen den Hut noch platzieren. So. What are you doing? Betty will want these back. I don't think it's healthy to... Not now, please. I'm exhausted. Ja, ich würde sagen, die Schwester ist schon fast komplett. Ne, die können wir so mitnehmen. Das passt schon. Das passt schon. So, schauen. Der wird nicht viel anderes aussehen als sonst auch. You look exhausted. Der sieht immer so aus. Go to bed, Edward. I'll tuck you in. Nun gut. Oh Mann, er kommt mir selber manchmal so vor wie so ein Geist, wenn er da so im Spiegel zu sehen ist. Wir hauen uns hin. Wir sind müde, erschöpft vom der Last des Tages. I'm ready to pass out. Where will you sleep? I'll be up for a while. My mind's simply racing. Don't stay up late. Wake me if you hear the Fretlands arriving. And I'll keep my eyes open for any ghosts that might want to haunt you in your sleep. There are no... Hush now. Sleep. Okay. Tag 3. Ja, dann kommen wir auf die Füße. Oder auf die Beine, je nachdem. Beides passt. Gut. Da hätten wir soweit die Sachen von unserer Schwester. Oder von etwas Schwester. Schon mal beisammen. Also das, was wir bis jetzt so gefunden haben. Okay, genau, das hat er alles gezeichnet. Da haben wir den Hut gefunden, da die Puppe ohne Kopf.
da den Gehängten, den wir dann beerdigt haben. Und ja, viel mehr ist dann nicht. Also da vorne ist nochmal der Schal abgebildet, oben rechts. Den wir da bei unseren Gastgebern gefunden haben. Bei den etwas seltsamen Gastgebern, die nicht vorhanden sind, irgendwie. Was auch immer. Gut. Sonstiges, da ist der Brief, da ist die Zeichnung, sonst haben wir weiter nichts. Okay. Hier irgendwelche neueren Dinge oder so? Nee, ja, ist nichts passiert. Heimlich. Während unserer Abwesenheit, beziehungsweise während unseren Schlafs. Na gut, Abwesen waren wir ja auch eine ganze Weile. Haben wir immerhin den Ort da erkundet. Okay, Moment, wo ist sie wieder? Where are you, Lissy? Upstairs. Okay, dann schauen wir mal. Diesmal ist hier oben zu finden. Und ich hab sie eben. Is that you? Ja. Wahrscheinlich hat sie im Gästezimmer genächtigt. Da ist Ruths Raum. Hatten wir uns das hier durchgelesen? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Moment mal. Nee, ich glaube, das haben wir noch nicht gelesen. 3. August 1923. Im August hatte sie uns geschrieben, ne, wenn ich nicht ganz falsch liege. Ich bin mir gar nicht so sicher. Haben wir das jetzt? Egal. Wir gehen das nochmal durch. Für den Fall, dass wir das schon mal gemacht haben. Egal. Heute Morgen hatte ich statt Tee eine Zitrone ohne Zucker. Außerdem aß ich einen halben Apfel und trockenen Toast. Ich habe in der letzten Zeit zugenommen und von der Diät in der Zeitung gelesen. Anscheinend ist sie sehr beliebt in London. Aber ich bin furchtbar hungrig und habe Lust auf Spiegelei mit Wurst. Ja, dann rein damit. 4. August 1923. Wir haben gestern einen merkwürdigen Brief, der an Johann adressiert war, erhalten. Er wurde von einem amerikanischen Gentleman verfasst, Mr. Edward Harden aus Hanover, Massachusetts. Der Brief war ordentlich geschrieben und sehr höflich. Mr. Harden erhielt unsere Adresse von der Polizeiwache in Alesund, als er eine Kontaktadresse in Gravik erbat. Ich frage mich, warum sie ihm Johanns und nicht Frederiks Namen genannt haben. Vielleicht, weil unsere liebe Margaret nicht mehr unter uns weilt oder weil ich besser auf Englisch antworten kann als Frederick. Mr. Harden ist auf der Suche nach seiner Schwester Elisabeth Harden, die allein reist. Anscheinend ist sie Journalistin. Das muss man sich einmal vorstellen. Den Atlantischen Ozean überqueren, um über Norwegen zu schreiben. Das klingt wunderbar. Im Brief stand, dass Elisabeth ihren Bruder von Alesund aus ein Telegramm geschickt hat, um ihm mitzuteilen, dass sie Gravik zu besuchen gedenkt. Warum sie zu diesem furchtbaren alten Ort kommen möchte, weiß ich auch nicht. Hier gibt es nichts, worüber es zu schreiben lohnt. Seine Schwester ist hier noch nicht angekommen. Wenn sie es wäre, hätte ich sie mit Fragen über Amerika, über das Dasein als Journalistin und über ihre Reisen erschöpft. Sie klingt so interessant. Ich hoffe, dass sie hier hinkommt, auch wenn dieser Ort sie vermutlich zu Tode langweilen wird. Ich werde Mr. Harden heute antworten. Johann schreibt nicht allzu gerne, vor allem nicht auf Englisch. Er stimmt mir zu, dass wir Mr. Harden einladen sollten, bei uns zu übernachten, wenn er denn zu kommen plant. Immerhin gibt es keine Gasthäuser in Gravik. Und unser Gästezimmer wird selten benutzt. Außerdem muss ich zugeben, dass es irgendwie aufregend klingt, einen Besucher aus Amerika im Haus zu haben. Also zu dem Zeitpunkt war also seine Schwester definitiv noch nicht da. Okay, sie muss also, wenn dann, später gekommen sein. 5. August 1923. Heute Morgen hatte ich ein gekochtes Ei und einen mit Butter bestrichenen Toast, nachdem Johann zu mir meinte, ich wäre albern und dass ich nicht abnehmen müsste.
Immerhin wären wir ja nicht in London und es stört ja niemanden. Okay. Also zu dem Zeitpunkt muss auch die Tochter von den beiden noch gelebt haben, sonst würde sie sich nicht mit solchen Dingen hier beschäftigen und das dann entsprechend schreiben. Moment, ich gehe mal auf zurück. Stand da nicht was mit Umblättern? Genau. Dann geht es weiter im Text. Ich habe Mr. Harden geschrieben, um ihn zu uns einzuladen. Ich bin furchtbar aufgeregt. Ich mache mir aber Sorgen um seine Schwester, wo sie wohl sein könnte. Also sie ist nach wie vor nicht da. 9. August 1923. Heute früh gab es einen Streit im Laden. Frederik schrie die arme Astrid an, weil ihre Ziegen angeblich auf seinem Land gegrast haben. Ich wollte mich einmischen, doch das hätte ihn nur noch wütender gemacht. 10. August 1923. Johann hat heute Morgen den Fjord überquert, um ein paar Einkäufe, unter anderem Stoff, zu machen und die Post zu holen. Die Briefe stapeln sich im Laden. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass die Welt da draußen uns vergisst. 17. August 1923. Ich habe heute ein weiteres Kleid zu Ende genäht. Dieses Mal behalte ich es. Ich habe keine Kunden mehr. Niemand hier braucht ein weiteres Kleid und es ist Ewigkeiten her, seit wir die Stadt besucht haben. Außerdem kenne ich kaum jemanden dort. Und warum sollte man ein Kleid aus Gravik haben wollen, wenn man auch ein Kleid aus Alsund kaufen kann? Ich fühle mich heute einsam. Ich vermisse meine liebe Margaret so sehr, auch nach all den Jahren noch. Margaret war doch ihre Schwester, die ist wohl vor ein paar Jahren gestorben, okay? 20. August 1923. Ich glaube, Ruth verbirgt etwas vor mir. Sie benimmt sich geheimnistuerisch. Sie ist auch öfter allein draußen und ihre Kleidung ist schmutzig. Es macht mir natürlich nichts aus, dass sie spielt und die Gegend erkundet. Ich finde es schade, dass Margaret und ich das nicht durften, als wir jung waren. Ruth sagt, dass sie nach Blumen und hübschen Steinen sucht. Ich sollte mir nicht solche Sorgen machen. 21. August 23. Simon kam heute mit einem Geschenk für Ruth vorbei. Ah, das Buch wahrscheinlich. Eine ganze Tafel Schokolade. Oh. Er ist ein netter Junge, aber Frederik wäre zornig, wenn er davon erfahren würde. Okay, das war also nicht das Buch. Okay, Tafel Schokolade. No. 22. August 23. Ich fragte Ruth, ob sie bei Frederiks Farm oder der alten Mine spielt. Sie versprach mir, das nicht zu tun. Ich hatte noch nie einen Grund, ihr nicht zu vertrauen, aber ich spüre noch immer, dass sie etwas vor mir verheimlicht. Und das ist dann der letzte Eintrag. Okay. Nee, wir können noch weiter umblättern. Ah, alles klar. Dann lesen wir natürlich weiter. Während sie draußen war, habe ich mir ihre Zeichnungen angesehen. Sie hat so eine lebhafte Vorstellungskraft. 5. September 1923. Wir haben einen weiteren Brief von Mr. Harden erhalten. Er kommt wie geplant im Oktober. Ich freue mich darauf, mich mit jemandem anderem unterhalten zu können, wenn auch nur ein paar Tage lang. Nicht, dass ich Johanns Gesellschaft nicht mögen würde, aber abseits unserer täglichen Routine haben wir nicht viel zu besprechen. Von Mr. Hardens Schwester gibt es bislang keine Spur, also nach wie vor nicht. Wenn sie Alsund vor Wochen verlassen hat, wo steckt sie dann bloß? Sie hat auf dem Weg vielleicht einen Zwischenstopp eingelegt. Wir haben nichts gehört, aber wir sprechen auch nur selten mit Menschen außerhalb von Gravik. Ich hoffe sehr, dass es ihr gut geht. Ich würde es verdrießlich finden, wenn Mr. Harden den ganzen Weg hierhin umsonst machen würde. Ruth ist noch immer verschlossen. Ich weiß, dass sie etwas versteckt. Demnächst werde ich ihr folgen. 9. September 1923. Moment, ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Ja, alles klar. 9. September 1923. Auch heute gab es keine Messe. Der Vikar ist seit der Gedenkfeier im Juli nicht zurückgekommen. Johann glaubt, dass er auch nicht wiederkommt, dass er Gravik aufgegeben hat.
wie alle anderen auch. Ich glaube, ich habe mir eine Erkältung gefangen. 15. September 23. Jemand hat in der Nacht unser Boot beschädigt. Das ist schon das dritte diesen Monat. Johann verdächtigt natürlich Frederik. Ich fürchte, da kocht nach all den Jahren wieder etwas hoch. Ich fühle mich nicht gut, habe gestern und heute die meiste Zeit im Bett verbracht. Ruth war lieb und hat mir Kartoffelsuppe und Tee mit Honig und Milch gebracht. 18. September 1923. Sie hat uns verlassen. Unsere Ruth ist tot. Ich kann nicht glauben, dass Simon das getan hat. Er ist nun auch tot und mit ihm alle Hoffnung, die Grafik noch hatte. Das ist sehr, sehr heftig. Also sowohl Ruth als auch Simon sind beide gestorben. Oh mein Gott. Wobei es halt sehr gut sein kann, dass das Ruths Tod, ja, war es ein Unfall oder hat sie tatsächlich jemand gestoßen? Ich zeichne mal, also lass ihn hier zeichnen. Okay, dann schauen wir mal. Ah, er hat das Kinderbett gezeichnet. Okay. Nun gut, nun gut, nun gut. Das ist schon eine ziemlich heftige und vor allen Dingen traurige Geschichte, die sich hier zwischen diesen beiden Familien abgespielt haben, beziehungsweise in diesen Familien. Nochmal ihr Zimmer. This is her room. Are you paying attention? Ruth. Can you imagine? One moment you're living a perfectly happy life and then nothing. Darkness. Forever and ever. Maybe there's something here that can tell us what happened to her. This is a waste of my time. We might be the only ones left to tell her story, Edward. You're just being melodramatic. I'll help you look. Ja, das werden wir tun. Uns hier umschauen und ihr beim Durchsuchen des Zimmers helfen. Aber erst ab der nächsten Folge. Ich bedanke mich für euer Interesse, für eure Begleitung hier, für die Unterstützung, die ihr mir zukommen lasst. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.